Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Waltraud Frohwil. Heute ein Buch zum Wiederlesen und zwar von Benedikt Wells, Becks letzter Sommer. Benedikt Wells ist ja ein sehr junger Autor und sehr erfolgreich und einfach auch sehr gut. Er schreibt emotional, er schreibt mitreißend, er schreibt so aus dem Leben gegriffen. Wir lesen die ersten Sätze und sind drin in der Geschichte. Hier geht es um Becks letzten Sommer, es geht um das Thema Erfolg und der Wunsch nach Erfolg erfüllt sich nicht. Es geht um einen Musiker, es geht überhaupt um die Musik, es geht um Jugendliche. Es geht um einen Lehrer, der entdeckt, dass in seiner Klasse sich ein wahres Musikgenie verbirgt. Der Junge hat auch eine Band und er möchte jetzt die Gelegenheit ergreifen, mit diesem Jungen Musik zu machen und dann nochmal durchzustarten. Das wird sich natürlich nicht so bewahrheiten und wir erleben dann eine Geschichte, die so wirklich eigentlich auch an die Nieren geht, weil das sehr tragisch ist, sehr traurig, zum Teil auch tragisch-komisch und also ich will jetzt gar nicht verraten, wie es ausgeht, aber das ist einfach ein ganz großartiges Buch von einem besonderen Autor. Eignet sich auch gut als Geschenk für junge Menschen, sogar für Jugendliche, ist gut lesbar und einfach ein ganz besonderes Buch, das man wirklich mal gut wiederlesen kann. Becks letzter Sommer von dem wunderbaren Diogenes Verlag. Viel Vergnügen damit!